Made in Paris, Marokko, Venedig, Triest und vor allem Kapfenberg. Die aktuelle Fotografieausstellung im Kulturzentrum Kapfenberg entführt in fremde und bekannte Welten. Mit Robert Sackel, Kars Agustin und Sascha Meister hat man zwei steirische Fotokünstler gefunden, die unterschiedlicher nicht sein könnten und trotzdem zusammenpassen. Wir haben hier eine Gemeinschaftsausstellung von zwei sehr, sehr bekannten und renommierten Fotokünstlern. Sie nutzen mit ihren Werken die Architektur des Hauses auf großartige Art und Weise. Und wir freuen uns, dass wir Fotokunst überhaupt wieder stärker präsentieren dürfen. Beide Künstler fotografieren in Schwarz-Weiß. Sackel Kars Agustins Motive stammen aus der ganzen Welt. Sascha Meister bleibt seiner Heimat auch in seinen Fotos treu. Eigentlich suche ich meine Motive schon in Kapfenberg, also ich bin sehr heimatbezogen. Möchte der Stadt weiterhelfen und sagen, dass man in Kapfenberg sehr wohl richtig gute Fotomotive finden kann, machen kann und dass man Kunst, also die Fotokunst, auch in Kapfenberg kreieren kann. Meine Motive finde ich meistens in der Nacht. Ich starte so, wenn es dunkel wird. Man sieht das an den Venedig-Fotos hier. Es ist ideal, weil ich sehr lange Belichtungszeiten verwende, so eine halbe Minute oder eine Minute. In der Nacht sind die Städte menschenleer, es ist ruhig und die Strukturen von den Gebäuden werden sehr dramatisch. Und mit ein bisschen Unterbelichten erzeugt man ganz interessante Effekte. Die Geschichten, die beiden Künstler mit ihren Fotos erzählen, kann man ab sofort bis 12. November in Kapfenberg erleben. Und wer noch mehr über die beiden Fotografen erfahren möchte, kann das in nächster Zeit auf unserem Sender machen. Beide werden in den kommenden Monaten in Kultart zu Gast sein.